gut, Leute. Wir fahren mit einer komischen Lore hier durch die Pyramiden. Gleich schon zum Anfang? Das beängstigt mich. Obwohl, wow. Wenn ich hier vernünftig... Wenn diesen Waggon mitkomme, dann ging's ja eigentlich noch. Das war jetzt ein bisschen scheiße, weil ich auf den anderen noch drauf gesprungen bin. Ich meine, das Problem wäre es ja nicht, mit diesem Waggon zurückzugehen, weil da bestimmt irgendwelche tollen Sachen sind. Eine Bonusrunde höchstwahrscheinlich. Toll, dass du auf der Plattform nicht stehen bleiben wolltest. Ja, danke, Asterix, danke. Deswegen würde ich sagen, verzichte ich auf den Rückweg. Deswegen fahre ich einfach mal ganz geradeaus. Obwohl, wenn ich jetzt noch einmal... Gut, ich werde mal versuchen zu gucken, was bei diesem Schlüssel ist. Warum er auf diesem Waggon wieder oder auf diese Lore nicht drauf will. Ich weiß es nicht. Warum macht er das bei diesen schrägen... Ja, schauen wir mal, ob da wirklich ein Schlüssel drin steckt. Ich denke mal, ja. Ja, es war offensichtlich. Okay. So, sammeln wir weiter Sterne. Wenn wir schon hier die Gelegenheit dazu haben. Und hier gibt es sogar nochmal einen 10er Stern. Warum auch immer das so ein kleines Fläschchen ist. Muss man nicht verstehen, glaube ich. Und die Lore ist wieder hier. So, jetzt sollte ich vorsichtig sein. Okay, ich kann auch einfach drauf stehen bleiben. Ist sicherer wahrscheinlich. So, ich muss nur die Blöcke, die mir hier den Weg versperren können. Scheiße. Das kann ich vergessen. Natürlich dann halt dementsprechend beseitigen. Und möglichst aufpassen, dass ich nicht in Abgründe falle. Scheiße. Die Pyramide ist schrecklich. Aber auch nur, weil diese Lore so beschissen fährt. Aber nochmal zurückgeben brauche ich ja nicht. Die Bonusrunde hatte ich schon. Scheiße. So, Beeilung. Nochmal kriege ich sie hier auch nicht. Auch wenn ich, ja, das so nicht berührt habe. Aber ich habe sie aktiviert. Das reicht meistens schon. So, das war die Lore, die in Abgrund fiel. Klasse. Ich habe ein Problem. Toll. Ich bin auf die andere Lore sozusagen angewiesen. Gut. Dann werde ich wirklich auf die andere bleiben müssen. Dann scheiße ich auf den oberen Weg. Dann lasse ich mich jetzt einfach mal gemütlich hier durchfahren. Und werde mal sehen, wo mich diese Lore hinbringt. Na, hoffentlich zum Ziel. Aber viel mehr macht es... Ach, mir... Ja gut, diese Lore muss ich nehmen. Viel mehr macht es mir Sorgen, was noch danach kommt. Sprich, das Level danach. Die Lorenfahrt, die hier noch ein bisschen andauern kann. Okay, hier muss ich wieder auf Plattform springen. Und von rechts nach links und wieder andersrum. Ha! Ich hab's einfach drauf, was das betrifft. Zumindest in diesem Level noch. Ja, die andere Lore hat sich schon wieder verabschiedet, weil sie mich einfach nicht hier rüberbringen will. Und das Leben nehme ich natürlich mit. Ist ja wohl klar. Sowas lasse ich mir nicht entgehen. Ey, hört auf zu schießen, ihr komischen Statuen. So, auf welchen Weg soll ich jetzt gehen? Kann ich die nicht kaputt machen? Na toll! Und ich dachte, die könnte ich wenigstens kaputt hauen, aber scheinbar klappt das nicht. Gut, merken, Spinnen sind unbesiegbar. Auch wenn es unbegreiflich ist, dass diese Spinnen hier wirklich nicht kaputt zu schlagen sind. Ja, ich wollte einigen Frauen auf jeden Fall das Leid mit den Spinnen hier ersparen. Ich denke mal, es gibt genug weibliche Zuschauer unter meinen, die so eine Spinnenphobie, Arachnophobie oder wie das nochmal heißt, haben. Und dementsprechend sollte ich auf jeden Fall diese Spinnen hier... Ich glaube, ich muss sterben. Toll. Vernichten. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht's halt nicht. Ich glaube, dieses Level wird mir auch Probleme bereiten. Ich habe nur noch 6 Leben. Aber lief so gut schon den Anfang. Sogar in Reventinien und jetzt hier in der Pyramide in Ägypten. Durch so ein Lorenlevel fange ich hier an zu scheitern. Das ist schon unbegreiflich. So. Naja, was soll's. So waren die alten Klassiker. Die waren ziemlich mies. Aber dennoch ziemlich lustig. Ah, scheiß Block. Okay, ich soll sie wirklich beseitigen. So, weiß ich wenigstens Bescheid. Dass ich vor diesen Blöcken echt aufpassen muss. Und nicht einfach ducken muss, das bringt nichts. Die bringen mich dann halt einfach von der Lore immer runter. Weil die Blöcke einfach die Macht dazu haben. Ja, sie haben es einfach drauf. Die Blöcke haben die Macht, alles zu tun, was wir nicht mögen. Dementsprechend mich auch von dieser Lore runterzubringen. So. Und deswegen fahre ich so einfach mal. Weil wir ja die Faust dazu haben. So. Und nun schaue ich mal, ob ich jetzt heil hier durchkomme. Ich glaube, diese Lore brauche ich jetzt hier, die Hunden. Ja.
weil die andere sich wieder verabschiedet. Oh, ich kann mir nicht heilen durch diese Flammen. Oh, ja klar. Deswegen musst du auch noch einmal hinterher schießen. Jetzt gucke ich gerade, welchen Weg ich... Okay, dieser Weg war schon mal keine schlechte Wahl. Weil ich dadurch jetzt wenigstens meine Leben etwas auffrischen konnte. Und weiterfahren kann. Oh, okay, wir sind am Ziel, Leute. Wir haben es überstanden. Auch wenn ich jetzt gestorben wäre. Das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Gott sei Dank. Ich glaube, jetzt bleibt noch ein Level. Auch die Fässer werden schneller. Immerhin noch ein Leben. Oh Gott, ja. Ägypten 3-3. Ah, diesmal gibt es keine Lore mehr. Nein, diesmal gibt es wieder diese Äxte, die hier umher schwingen. Die mal wieder keinen Faden haben. Oder keine Seile. Oder was auch immer man dran hängen soll. Man weiß es bei diesen Gameboy-Teilen nicht. Auf jeden Fall irgendwo sollen die wohl befestigt sein. Ach du Scheiße. Oh, ich höre wie... kriegt das kaputt? Nein. Na toll. Das Sound ist vorbei, ich bin tot. Ja, wenn wir einmal vom Gegner getroffen werden, ist die Bonusrunde auch vorbei. Schon ziemlich mies gestrickt. Aber, naja. So muss man sich auf jeden Fall bemühen. Das ohne irgendwie... Ich brauche das Leben. Ohne irgendwie berührt zu werden, zu schaffen. Und das ist echt nicht leicht. Vor allem in diesem kleinen Abschnitt da. Scheiße. Wenn ich es wenigstens schaffe, da bis zu der einen Tür zu kommen, ich glaube, da ist sogar das Ziel. Autsch. Dann wäre es schon verdammt gut und ich glaube nicht, dass ich das irgendwie hinkriege. Wenn ich hier von einer Richtung hier beschossen werde, das hat schon fast Gradius-Stil. Oh Gott, und das Spiel ist auch schon recht schwer. So, und runter da. Okay. So, ich weiß nur, hier muss ich sehr vorsichtig sein. An dieser Stelle erinnere ich mich noch ziemlich gut. Ah, genau, ich muss auf diese Plattform, wo die Kerze rausspringt, draufspringen. Um hier unbeschadet rüber. Da habe ich noch sehr gute Erinnerungen dran. Ach, toll. Flügel gekriegt und gleich wieder verloren. Bonusrunde? Okay, da will ich hin, da will ich hin. So, was kriege ich dafür? Wieder nur Sterne. Nichts Brauchbares. Und, okay, die kann ich alle vergessen. Wo starte ich? Gut. Wenigstens nicht direkt in den Gegner. Aber hier habe ich wieder diese dumme Axt. Wobei, wenn ich hier vernünftig stehe... Ja, wenn ich vernünftig stehe... Dann bin ich nicht getroffen. Ja, klasse. Oh Mann, ich vergesse immer diese Scheiß-Axt. Toll. Ich kann es wieder vergessen. Mit diesen ganzen Treffern, die ich jetzt schon erlitten habe. Okay, solange mich diese Statue oder diese Zeichnung hier in Ruhe lässt. Ach, tut es natürlich nicht. Wäre noch alles in Ordnung. Na gut, jetzt muss ich nur gucken, dass ich bei der Spinne und bei der Schlange da drüben nochmal aufpasse. Weil hier, genau. Erst die Schlange da oben kaputt machen. Wenn ich es hinkriege. Also, und diesen Flügel abstauben. Und Vorsicht vor der Spinne, denn die können wir nicht bezwingen. Zumindest habe ich es ja schon versucht. Aber Asterix Faust ist ja wohl zu hoch, oder? Er kann nicht tief schlagen. Das Ding halt... Ach, scheiße, ich habe es vergessen. Dass ich dementsprechend das Vieh halt nicht erwische. Okay, wunderbar. Wenn ich diesen Zaubertrank hier nicht hätte, dann wäre ich jetzt aufgeschmissen. So schnell laufen, solange wir noch die Gelegenheit haben. Okay, jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt kann ich zusehen, dass ich toll von oben getroffen werde. Und noch mehr Spinnen. Moment hier, ich kann mir auch in den richtigen Moment ducken, wenn es nicht anders ist. Oh, okay, ich habe einen weiteren Flügel, ich lebe noch. Aber bis zum Ziel ist es noch weit. Also wenn ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen darf, dann habe ich echt noch was vor mir. So, und durch da. Na gut, soweit haben wir es hingekriegt. Ich habe wieder einen Zaubertrank, ich habe wieder Flitz. Ach, hier fällt schon die Decke auf mich herab. Die Pyramide stürzt ein. Oh Gott, nein. Vergiss es. Okay, danke, Flügel. So, wie weit ist es noch bis zum Ziel? Ja. Ich will einfach nur noch scheiße durchkommen. Dazu muss ich jetzt einfach nur noch rennen. Rennen, Asterix, bitte, rennen. Und ja. Hui. So schafft man es, wenn man wirklich einfach wie ein Irrer durchrennt. Wow. Und es... Oh Gott, wieder viele Leben. Bonusrunde. Na, toll. Okay, das war's mit dem Leben. Wir sind aber jetzt in Akt 4.1 Rom. Beim Super Nintendo gab es wenigstens noch Griechenland. Das gibt's hier nicht mehr. Gut, dann sind wir wenigstens schon im Römischen Reich. Dort, wo Obelix festgehalten wird. Das heißt, das ist schon die letzte Welt. Sie haben hier aber wirklich die Länge extrem runtergeschraubt. Also im Vergleich zu Super Nintendo definitiv. Naja, wenn ihr das Super Nintendo Let's Play von Asterix bei mir gesehen habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass das wirklich wesentlich länger ist und dementsprechend auch schwerer als jetzt der Gameboy-Teil. Okay.
Das Leben da drüben auf der linken Seite, obwohl, ach scheiße, nein, das wollte ich nicht. Kann ich nicht auf, oh doch, kann ich auf diese Dächer? Ich wollte schon sagen, wäre jetzt ziemlich mies gewesen, wenn ich doch nicht auf die Dächer könnte. Das muss ich hier so wahrscheinlich machen. Ja, das war eigentlich jetzt anders gedacht.